Guten Morgen. Wundere dich nicht, ich bin gerade aufgestanden. Um 7 Uhr morgens ist es gerade. Ich will die Stadt erkunden, und weil da ist es noch am kühlsten. Und ich habe hier gerade vor meinem Hotel einen Granatapfelbaum entdeckt, und den will ich dir mal kurz zeigen. Ey, mitten in der Stadt Granatäpfel, ganz, ganz viele. Und dann haben die da noch irgendwas reingehängt. Wahrscheinlich als Glücksbringer. Genau, das ist mein kleiner Morgengruß. Ciao!
hoffe, du verstehst mich. Ich warte gerade auf mein Essen und wollte dir kurz erzählen, wofür ich diese kleinen Sachen brauche. Ich habe nämlich hier gerade alle möglichen Zutaten für lauter Liebesbriefe gekauft auf so Straßenständen. Und zwar ist es so ein Ritual, Ende des Jahres, dass ich, oder auch noch Anfang des Jahres, dass ich Liebesbriefe an die Menschen schreibe, die mir wichtig sind. Und ich dachte, ich bringe das mal mit in das Video. Vielleicht magst du das auch machen, weil ja, es ist was anderes, ob ich weiß, dass ich jemanden mag oder ob ich es auch zum Ausdruck bringe. Und so einen Brief kann man dann auch wirklich in den Händen halten und sich immer wieder vornehmen, wenn man vielleicht auch mal eine schlechte Zeit hat oder so. Mir hilft das unheimlich, die ganzen Karten und Bilder von Freundinnen und Freunden zu haben, um mich zu erinnern, dass wir miteinander verbunden sind. Genau. Ich will mich noch kurz verbessern. Diese Briefe kannst du natürlich immer schreiben. Es ist immer toll, jemandem zu sagen, dass du ihn gerne hast.